So, Last of Us 2, die 2 ist ein bisschen verrutscht, aber macht ja nichts. So, Platin, ihr braucht wahrscheinlich noch viel Schrott und so weiter. Schrott und die Pillen. Ganz einfach, geht auf Barrierefreiheit in den Optionen. Kontrastreiche Anzeige, da habt ihr 3 Möglichkeiten, wie ihr es später haben wollt. Könnt ihr immer wieder ändern. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann könnt ihr nämlich über das Touchpad nur von kurz oder leicht von rechts nach links wischen. Und ich zeige euch gleich den Effekt, den seht ihr jetzt. So, alles was relevant ist, Türen, Sammelgegenstände, leuchtet gelb. Gut, hier das Symbol ist halt im weißen Kreis, wie immer. Aber alles, was zum Aufsammeln ist oder wo ihr nachher weiterkommt, ist immer gelb. So, ihr seht hier schon, da sehe ich dann 2, 3 gelbe Sachen. Ich muss gar nicht mehr überlegen, Mensch, wie waren das beim ersten Mal, wo liegen die Sachen? Die werden mir ja mehr als leuchtend angezeigt. Also ich spare unendlich viel Zeit für diese 2, was waren das einmal, Waffenmeister. Braucht es ja die Pillen und dann halt, um alle Waffen aufzuleveln. So, gehst raus, siehst du, ist nichts, weiter geht's. Zeit gespart. Musst nicht mehr überlegen. Ganz simpel, ganz einfach. Man gewöhnt sich jetzt, ihr seht den Unterschied, man gewöhnt sich auch an den Spielstil, weil es zum Beispiel im Dunkeln durch diese Einstellung extremst hell ist. Das ist klasse gemacht. So, ihr wisst hier, das ist die Stelle, wo wir dann den Container brauchen und wir sehen jetzt schon, gar nicht umschauen, da war sowieso nichts. Also, Container raus und rüber. So, jetzt nochmal so ein Beispiel. Normales Bild. Stellen wir um. Sehen auch gleich, dicke ist die Werkbank, alles klar. Sonst haben wir ja nichts, aber links zum leuchtet schon auf. Gleich hin, einsacken, fertig, weiter. Ich habe leider den Fehler gemacht, im ersten Run habe ich zu wenig aufgesammelt, darum hier auch wieder so eine Karte, alles wird alles angezeigt. Brauchte ich so etwa, naja gut, die Hälfte nochmal im Game Plus, um dann Platin zu bekommen. Gebt ein Like, ich würde mich freuen. Okay, ciao.